Die große Euphorie der westlichen Medien scheint verflogen zu sein. Gaddafi und ihm treue Verbände leisten erbittert Widerstand. Herr Tapli, was hat sich seit Mittwoch in Libyen getan? Ja, eine Sache ist, dass wir jetzt die Beweise haben, dass die ersten Filme des Einmarsches der Rebellen in den Grünen Platz Fälschungen sind. Das sind Falschmeldungen und sogar die Filme sind nachgemacht. Das libysche Fernsehen hatte davor gewarnt in den letzten Tagen. Und das ist der Dr. Shakir, der sogenannte Larry King von Libyen. Die Libyer haben gewusst, dass es praktisch ein Potemkindorf von Tripolis in Katar befindet. Das heißt, eine Kulisse, und das scheint der grüne Platz zu sein, aber tatsächlich findet man dieses Ding in Doha, in Katar, im Hoheitsgebiet von diesem Sultan, praktisch der Machthaber von Al Jazeera, ne? der Inhaber von Al Jazeera. Und einige Leute haben eine detaillierte Analyse gemacht. Die haben gewisse Freeze-Frames genommen und einen Vergleich gemacht. Und tatsächlich stellte es sich heraus, dass diese Kulisse ist im Allgemeinen ziemlich genau gemacht. Aber es gibt ein paar Fehler, die die ganze Sache verraten. Und dass die ersten Filme waren eine zynische Fälschung, eine zynische Taktik der psychologischen Kriegsführung seitens der NATO. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe entsprechende Dokumentation geschickt. Das andere große Ereignis ist der Tod von Abdel Hakem Belhaj. Also dieser Abdel Hakem Belhaj in einem Straßenkampf soll getötet worden sein zwischen Mittwoch und Donnerstag. Und er ist ein großer Kommandeur, ein General praktisch, der Libyan Islamic Fighting Group, also der Zweigniederlassung von Al-Qaida in Libyen. Und das ist praktisch eine große Figur im militärischen Apparat der Rebellen. Er ist jetzt ausgeschaltet worden. Die dritte Sache ist die Reise von Jibril. Jibril ist der Regierungschef der Rebellen. Das ist auch das Freundchen von Hillary Clinton. Aber er hat eine Reise nach Italien gemacht. Und die Italiener befinden sich jetzt in einer verzweifelten Lage, weil die Furcht der Italiener ist, dass jetzt Sarkozy und seine Franzosen kommen, vielleicht mit Truppen, und klauen alles, was die Italiener in Libyen aufgebaut hatten. Und das ist natürlich Eni, Ente Nazionale Idrocarburi. Das ist die Staatsgesellschaft für Erdöl von Italien. Und sie haben große Interessen in Libyen. Aber die Franzosen haben natürlich jetzt die Oberhand wegen des aggressiven Behaltens von Sarkozy. Und jetzt die Italiener zahlen Tribut an diese neue Vandalen von Nordafrika, also die Benghazi-Gruppe, die sich jetzt nach Tripolis verlegt hat. Die Italiener geben Benzin kostenlos, umsonst, für eine gewisse Zeit, ich weiß nicht wie lange. Und die Italiener geben jetzt Bargeld, große, große Summen von Bargeld. Natürlich werden diese Gelder in die Schweizer Bankkontos von den Rebellenführer und Terroristenführern strömen. Aber das ist ein Versuch der Italiener, sich irgendwie in Libyen aufrechtzuerhalten. Es ist auch interessant, dass die westlichen Medien Berlusconi so schlecht behandeln. Nicht? Er ist natürlich immer der Zielscheibe von diesen Skandalen. Eher es Dominique Strauss-Kahn gab es schon Berlusconi mit Bunga Bunga und Ruby Rubacuori. Es ist interessant zu merken, das Privatleben von Sarkozy ist irgendwie
um ein Zehnfach schlechter und korrupter als das von Berlusconi. Ich würde sagen, im Vergleich mit Sarkozy ist der Berlusconi ein Sängerknabe. Es gibt keinen Wettkampf, was die Korruption angeht. Aber trotzdem, die Medien sprechen nicht von der Korruption und vom Unfug am Hof von Paris, richten ihre Attacken nur gegen Berlusconi. Die Berichterstattung in den Massenmedien hat sich ja auch gewandelt. Man berichtet ganz offen den Einsatz von Spezialkommandos wie dem SAS, dem Special Air Service der Briten. Was hat denn dieser Überfall auf Libyen eigentlich noch mit der Resolution 1973 des Sicherheitsrates zu tun? Ja, man kann sagen, gar nichts. Diese Resolution des Sicherheitsrates ist bloß ein Vorwand, ein Prätext, eine Deckung. Besonders eine Deckung für die kleineren NATO-Länder, also Italien, Norwegen, Niederlande, Kanada und andere, die auch wegen der internen Gesetzgebung, die können sich gar nicht an einer Aggression dieser Art beteiligen, ohne das Feigenblatt einer UNO-Resolution. Und die Resolution ist da. Aber natürlich ist diese Resolution tausendfach verletzt und zunichte gemacht worden. Wir gehen davon aus, dass Spezialeinheiten der NATO, der USA und der anderen NATO-Länder sich in Libyen seit ungefähr dem 15. Februar aufhalten. Also von Anfang an und sogar noch früher, vielleicht haben sie angefangen. Jetzt hört man immer wieder, dass die Franzosen ziemlich massiv einmarschieren werden. Die andere Sache ist, es gibt einen Plan, es gibt einen gedruckten Plan für die Besatzung von Libyen. 70 Seiten sind das, es ist geleakt worden. Und da sieht man, dass Truppen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen die Hauptrolle spielen. Also 20 oder 30.000 von diesen Emiratis sollen nach Tripolis verschifft worden und sie sollen eine Militärdiktatur dort einrichten und den ganzen Widerstand ausrotten, was natürlich nicht so leicht sein wird. Interessant zu sehen, dass Libyen bedeutet den arabischen Sozialismus und eine sehr, sehr fortschrittliche Gesetzgebung, was die Stellung der Frau in der Gesellschaft zum Beispiel angeht, sehr liberal in diesem Sinne, sehr modern, sehr fortschrittlich. Natürlich diese Leute aus den Emiraten, das sind Reaktionäre, das sind Monarchisten und die werden ihre Gesellschaftsstruktur von diesen zurückgebliebenen mittelalterlichen Staaten dort am Golf vielleicht nach Libyen bringen. Ist auch interessant, die Massenmedien hier haben jetzt gemerkt, dass der Entwurf für die Verfassung von diesem neuen Marionettenstaat in Libyen, wenn er überhaupt zustande kommt, da sieht man, dass die Basis der ganzen Gesetzgebung ist die islamische Jurisprudenz. Und dann unter Klammern Scharia, Scharia-Recht. Und Scharia-Recht natürlich bedeutet, dass die Frau gar keine Rechte hat. Dass man kann sagen, wir machen Ehescheidung dreimal und die Frau ist vom Fenster weg, hat keine Rechte, keinerlei Entschädigung, keine Unterstützung für die Kinder und so weiter und so fort. Das ist ein enormer sozialer Rückschlag für die Verhältnisse in der Gesellschaft. Und ich gehe davon aus, dass es wird der NATO nicht gelingen, diese reaktionäre Politik durchzusetzen. Welche Entwicklungen erwarten Sie dann in den nächsten Tagen? Ja, die Angloamerikaner haben es eilig. Die wollen nicht, dass diese Kämpfe sich fortsetzen. Einerseits gibt es bald ein Treffen der NATO, wo die ganze Politik wieder auf der Tagesordnung stehen wird. Und es kann sein, dass gewisse Staaten, Kanada oder Italien, die können jetzt sagen, jetzt ist Schluss, wir haben alles gemacht, Gaddafi ist weg, das genügt. Die USA und England wollen das nicht.
Die andere Sache ist, die Vollversammlung der Vereinigten Nationen in New York fängt an gegen den 10., gegen den 12. vom September. Die Angloamerikaner würden das als eine unheimliche, peinliche Blamage finden, wenn die Kämpfe in Libyen noch andauern. Auf der anderen Seite haben die USA und die Briten gar kein Mittel, um die Kämpfe zu beendigen. Sie sind eigentlich nicht stark genug. Die Gaddafi-Leute haben jetzt einen Vorteil gewonnen. Bis jetzt war es notwendig für Gaddafi, Verteidigungslinien, also feste Stellungen zur Verteidigung. Das natürlich bedeutet, dass die Fernbomber der NATO kommen und alles zerbomben und natürlich man kriegt hohe Verluste. Jetzt hat diese neue Phase eine Phase der beweglichen Kriegsführung eingeleitet, wo Gaddafi sich bewegen kann und seine Einheiten. Und das bedeutet, dass die Vorteile der Aufständischen kleiner geworden sind. Sie haben nicht diesen großen Vorteil. Besonders auch in Straßenkämpfen innerhalb von Großstädten ist die Luftüberlegenheit der NATO nicht so wirksam wie vielleicht draußen in der Wüste. Ich gehe davon aus, dass Gaddafi und seine Familie und andere Leute die Kämpfe fortsetzen. Wir haben jeden Tag jetzt irgendwie eine Botschaft, einen Aufruf von Gaddafi, die rufen die Leute zum Kampf auf. Das war der Saif in der Nacht zwischen Montag und Dienstag. Zwischen Dienstag und Mittwoch war das der Musa Ibrahim, der Sprecher des Regimes. Gestern hat Gaddafi eine Radiosendung gemacht, wo er hat gesagt, wir haben uns aus diesem Compound zurückgezogen. Das ist ein taktischer Schachzug. Und das stimmt auch. Das ist genau diese Sache mit der Beweglichkeit. Er will nicht eine feste Stellung Verteidigung. Das ist Selbstmord, wenn die Luftüberlegenheit der NATO so stark ist. Heute hat es zwei Radiosendungen von Gaddafi gegeben. Ich gehe davon aus, dass die Mobilmachung der Stämme auch vor sich geht. Und das wird nicht sehr schön aussehen. Da bleibt kein Auge trocken, kann man sagen.